Hallo, Klein Charlie und Klein Tom. Was habt ihr vor? Ihr erkundet den Wald? Das klingt spaßig. Ich glaube, da kommt ein Gewitter. Ihr fahrt besser schnell nach Hause. Oh nein, es sieht so aus, als kämen die Kleinen hier nicht weiter. Gute Idee, Klein Amber. Super Truck wird deine Freunde retten können. Hallo, Karl. Oh, oh. Oh. Klein Tom und Klein Charlie müssen aus dem Wald gerettet werden. Oh. Kannst du dich in ein Fahrzeug verwandeln, das helfen kann? Oh, yeah, bro. In was wird sich Karl verwandeln? Aha. Wow, du bist ein Waldrettungslastwagen. Auf geht's, suchen wir die Kleinen. Oh, aha. Schau mal, wer da kommt, Amber. Es ist Supertruck. Oh, oh, oh. Er ist ein Waldrettungslastwagen. Schicker Hut. Oh, yeah. Aha. Mit deinem Fernglas kannst du in der Weite mehr erkennen. Ah. Oh. Da sind die Kleinen. Oh, yeah. Also, Supertruck ist hier, um euch nach Hause zu bringen. Was war das? Sind noch mehr Bäume umgekippt? Hast du etwas, um diese Bäume beiseite zu räumen, Supertruck? Hände, um Bäume anzuheben und eine Ladefläche, um sie abzulegen. Fantastisch! Der Weg ist frei, ihr Kleinen. Ihr habt einen Weg aus dem Wald gefunden, aber jetzt müsst ihr noch den Fluss überqueren. Was glaubt ihr, was Supertruck da baut? Supertruck hat eine Säge benutzt, um die Bäume zu zersägen und Holzplanken zu machen. Du als erstes, Klein Charlie. Hab keine Angst, Klein Tom. Wow, ich glaube nicht, dass das hält. Puh. Gut gemacht, Supertruck.
Jetzt sind alle in Sicherheit. Tschüss, ihr Kleinen. Tschüss, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Billy. Was ist das für ein Geräusch? Oh, hallo, Penny. Das ist aber eine große Süßigkeitenlieferung. Aufpassen da unten. Ach du liebe Güte, jetzt hängst du fest. Was sollen wir tun? Genau, Penny. Supertruck wird wissen, was zu tun ist. Hallo, Karl. Es gab einen Unfall auf der Baustelle. Kannst du schnell kommen? Wie willst du Billy freischaufeln? Wow, Supertruck! Du bist das ultimative Baustellenfahrzeug. Ich hoffe, deine Idee funktioniert, Supertruck. Keine Sorge, Supertruck ist hier, um dich auszubuddeln, Billy. Du hast recht, diese Wand ist deiner Schaufel im Weg. Großartige Idee. Jetzt ist der Weg zu Billy frei. Das war's. Du bist frei. Ach, ärgerlich. Ich weiß auch nicht, wie du deine Lieferung mit dem kaputten Sack machen sollst, Penny. Das ist aber wirklich sehr nett, dass du Penny mit ihrer Lieferung hilfst, Supertruck. Aber ich glaube nicht, dass deine Schaufel groß genug ist, um alles zu transportieren. Du wirst auch helfen, Billy? Oh, vielen Dank. Penny hat Glück, dass sie so tolle Freunde hat.
Vielen Dank nochmal, ihr beiden. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Matt. Sieht so aus, als hättest du es eilig. Dieses Rennauto fuhr aber sowas von zu schnell. Wir müssen es aufhalten, bevor es noch einen Unfall verursacht. Was ist los, Matt? Hast du eine Panne? Oh nein, das Auto entkommt. Karl, hast du das gesehen? Auf geht's, fang das Auto für Matt. Beeilung, Karl, sonst entkommt dir der Flitzer. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln? In einen Polizeilaster, natürlich. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt, Super Truck. Wir sind bereit für eine Verfolgungsjagd. Also, dann schnappen wir uns mal diesen Raser. Also, wo könnte das Rennauto denn sein? Zuletzt wurde es auf der Autobahn gesehen. Dann schauen wir dort mal nach. Perfekt, jetzt sind wir auf der Autobahn. Dann halten wir mal Ausschau nach unserem Rennauto. Da, da ist es ja. Dann knöpfen wir ihn uns mal vor. Hey, ranfahren bitte. Du fährst zu schnell. Super Truck, das Auto ignoriert dich. Du musst es überholen und zum Anhalten zwingen. Das läuft ja klasse, Supertruck. Schneller! Dann überhol ihn mal. Hey, gut gemacht, Supertruck.
Ich muss Matt jetzt Bescheid sagen, dass alles unter Kontrolle ist. Vielen Dank für deine Hilfe, Supertruck. Und richte bitte Karl meinen Dank dafür aus, dass er dich gerufen hat, Supertruck. Wir sehen uns. Tschüss. Karl, der Transformer-Truck. Guten Morgen, Jerry. Guten Morgen, Katie. Seid ihr auch so aufgeregt wegen der großen Parade heute Nachmittag? Fantastisch! Die Parade für das örtliche Krankenhaus wird garantiert ein Riesenspaß. Oh, schau, da ist Amber. Ich wette, sie ist sehr beschäftigt. Komm, wir fahren rüber und sagen Hallo. Hallo, Amber. Ich wette, die Parade zu organisieren war eine Menge Arbeit. Hallo, Susie. Hallo, Matt. Ihr strahlt ja geradezu. Hattet ihr heute Morgen eine Autowäsche? Wow, ihr seht großartig aus. Okay, alle zusammen. Ihr müsst euch jetzt für Amber in eine Reihe aufstellen, damit ihr die Parade üben könnt. Was ist los, Amber? Oh, Jerry, du solltest ganz vorne stehen. Du bist doch der Schnellste. Oh nein, was ist los, Jerry? Ist deine Maschine heiß gelaufen? Also du kannst nicht bei der Parade mitmachen, wenn dein Motor nicht funktioniert. Was sollen wir nur tun, um die Situation noch zu retten? Großartige Idee, Amber. Wir fragen Karl, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Hallo Karl, wir brauchen dringend deine Hilfe. Wusstest du, dass heute eine große Autoparade auf der Rennbahn stattfindet? Ah, du hast gerade darüber in der Zeitung gelesen. Also, Jerry, das Rennauto, sollte eigentlich die Parade anführen, aber er hat ein kleines Problem mit seinem Motor. Kannst du helfen? Großartig, auf geht's! Du hast aber eine große Auswahl an Fahrzeugen, in die du dich verwandeln kannst, Karl. Aber natürlich, ein Rennauto, genau wie Jerry. Na, dann wollen wir mal. Na, du wirst ja in 0, nichts an der Rennstrecke sein. Gute Nachrichten, Freunde. Supertruck ist hier, um zu helfen. Hurra! Dann können wir weitermachen. Dann mal los, alle zusammen. Üben wir. Schau dir all die verschiedenen Farben an. Supertruck ist blau, Katie ist lila, Susie ist rosa und Matt ist schwarz und weiß. Okay, Supertruck, nicht so schnell. Erinnere dich, es ist eine Parade, kein Rennen.
Ist schon gut, Supertruck. Das wusstest du nicht. Deswegen üben wir ja. Denn nur wenn man übt, kann man auch besser werden. Nachher wirst du das garantiert super machen. Ihr habt super geübt. Jetzt seid ihr für die Parade heute Abend bereit. Und danke, dass du uns geholfen hast, Supertruck. Und richte bitte auch Karl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gerufen hat. Bis zum nächsten Mal.